dass die Leute da so ein bisschen gepfiffen haben, das hat mich so gewurmt, denke ich, Markus, nochmal, jetzt musst du gucken, dass du da irgendwie nochmal da vorne hinkommst. Und wenn du dann in der Spitzengruppe wieder dabei warst, ich habe nicht ans Gewinnen gedacht, ich wollte nur in die Spitzengruppe wieder rein und dann können sie schon nicht mehr pfeifen. Und als ich dann in der Spitzengruppe drin war und habe mir die Fahrer angeguckt, wie Anquetil, Ciglioli, Motta, Stablinski, denke ich mal, kurz nochmal, von denen bist du eigentlich der Schnellste, warum sollst du da nicht gewinnen? Es ist der 28. August 1966. Weltmeisterschaft der Radprofis auf dem Nürburgring. Rudi Altig aus Mannheim sieht plötzlich seine große Chance. Immer wieder blickt er zurück, doch keiner der großen Namen kann ihm folgen. Nicht Anquetil, der Franzose, nicht Motta, der Italiener. Der Zielstrich auf dem Nürburgring in der Eifel markiert das Ende des Rennens und den Beginn eines anderen Lebens für Rudi Altig mit 29 Jahren. Selbst im späten Rückblick ein Ausnahmemoment. Also hier ein Rennen zu gewinnen, das ist, hat schon was Besonderes. Wenn man dann weiß, was die grüne Helle ist und kennst nicht nur aus der Zeitung, und dann weiß man, dass das wirklich was sehr, sehr Besonderes ist. Weltmeister im eigenen Land. Die Großen des Radrennsports hinter sich gelassen, eine neue Stufe des öffentlichen Ansehens erklommen. Wo immer Rudi Altig in der Zeit nach dem Nürburgring auftaucht, ist er willkommen. Seine offene, freundliche Art kommt an. Man kennt ihn, weiß, was er geleistet hat. Es war ja nicht der Nürburgring allein. Altig gewann viele große Rennen, nur die Tour de France nicht. Aber Etappensiege, das grüne Trikot, an 18 Tagen sogar das gelbe. Bis zuletzt war deshalb Rudi Altig ein gern gesehener Gast bei der Tour. Und einer, der gerne kam. Dunkle Kapitel im Leben gab es auch. 1969 wurde Altig des Dopings überführt bei der Tour de France. Ein Journalist bezeichnete ihn gar als radelnde Apotheke. Altig dazu einmal im Gespräch mit dem SWR-Experten Christian Döring. Ich habe Mediziner gehabt, die mich betreut haben. Ich habe Mediziner gehabt, die mir auch das eine oder andere Mittel schon mal gegeben haben. Und ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich konnte. Und ich bin viermal Weltmeister geworden und habe schöne Rennen gewonnen, ohne irgendetwas. Und dazu kann ich heute noch stehen, dass ich irgendwann mal durch Dummheit, weil ich Dummheit geredet habe, nicht weil ich Dummheit gemacht habe, weil ich Dummheit geredet habe, indem ich gesagt habe, einem Kontrolleur, er soll alles aufschreiben, was ich genommen habe. Der hat dann 20 Minuten gesessen und hat alles aufgeschrieben, was ich genommen habe. Und dieser Funktionär hat dann diesen Zettel einem Journalisten zugespielt. Und der Journalist hat dann gesagt, es gibt es doch gar nicht, dass man sowas alles fressen kann. Und deshalb hat man gesagt, der Rudi Altig ist eine fahrende Apotheke, weil einfach der Mensch da, der Funktionär, alles aufgeschrieben hat und was zum Teil gar nicht stimmt. Ich wollte meinen Spaß draus zu machen und das Gegenteil ist dabei rausgekommen. Seinem Ansehen geschadet haben die Dopingvorwürfe nicht. Seine für alle sichtbare sportliche Fairness ließen solche Schatten nicht zu. Der Kurpfälzer war und blieb der Sonny Boy des deutschen Sports. Sein letzter öffentlicher Auftritt auf dem Nürburgring, dem Ort, wo der Ruhm entstand. Gezeichnet von einer Krebserkrankung. Geehrt von der Entscheidung, das traditionelle Profi-Radrennen Ende Juli in der Eifel nach ihm zu benennen. Das Rudi-Altig-Race. Erleben durfte er es nicht mehr. Am 11. Juni starb Rudi Altig, 79 Jahre alt.